der große Babenberger Business Ball hier in Klosterneuburg ein gesellschaftliches Highlight für die Stadt und darüber hinaus? Ich bin seit Beginn eigentlich dieses Business Balls immer wiederum da, weil es eine Zusammenführung aller Gruppen in der Gesellschaft ist, vieler Multiplikatoren und ein gehobener Ball ist. Und da ich gerne tanze, da ich sehr musikbegeistert bin und Menschen liebe, aus Grund meiner 40-jährigen politischen Tätigkeit, ist das etwas, wo ich mich wohlfühle, nicht? Und nachdem ich nicht mehr im Nationalrat sein muss, ist das die Frage, wo ich mich erstmals vergnügen darf. Es ist ja nicht nur der größte Ball hier in Klosterneuburg, sondern in der ganzen Region. Weit über 1200 Gäste, das ist schon ein großes Ereignis. Ja, seitdem die Jungen die Organisation übernommen haben, sind neue Ideen da und es wird immer besser. Und man sieht es, der Ansturm ist gewaltig. Wir bemühen uns jedes Jahr, irgendwas Besonderes auf die Beine zu stellen und Highlights zu schaffen. Ich werde auch sehr oft gefragt, ob wir eine Eventmanagement-Firma dahinter stehen haben, aber nein, wir sind alles ganz normale Leute, die mitten im Beruf stehen und einfach aus Spaß und Freude heraus gute Ideen entwickeln und die versuchen umzusetzen. Wir sind froh darüber, dass es dieses Ereignis in unserer Stadt gibt. Und nachdem unser Stift ja auch ein Wirtschaftsbetrieb ist, denke ich, ist es selbstverständlich, dass man hier teilnimmt, dass das Stift hier vertreten ist und die Bemühungen der Wirtschaft unterstützt, auf dass es so bleibt und bliebe, ist mein Wunsch. Der Ball war am Abschwächeln und jetzt hat er sich entwickelt in den letzten 7 Jahren hervorragend zur Spitze unter den Wirtschaftsbällen in Niederösterreich. Und das Programm ist so wichtig. Es ist so abwechslungsreich und kann damit die Klosterneuburger Bevölkerung, die ja eine sehr hohe Qualitätsanforderungen stellt, wirklich voll befriedigen.